So, jetzt waren wir gerade beim Kebabmann, das war richtig gut. Und wir kommen jetzt zum Thema Immobilien. Schön. Kann ich als Christ Immobilien besitzen? Geld besitzen, da haben wir schon drüber gesprochen, aber wie ist es, wenn du jetzt nicht Geld besitzt, sondern irgendwie eine Einnahmequelle, einen Wert hast, der dir ständig Geld zufließen lässt? Christian, du hast Immobilien, das ist schön. Nee, aber wie ist das mit als Christ? Ja, ich habe gar keine Immobilien. Ne? Ich habe ja nur eine Mobilie, das habe ich. Und, eine Immobilie, ein Auto. Genau. Und, aber keine Immobilie. Das haben wir nicht, aber... Haben wir das schon mal geklärt? Es geht um die Frage langfristige Investitionen. Und ich denke, es sind vielleicht zwei Aspekte. Du hast es gerade gesagt, du hast jetzt viel Geld und willst irgendwas investieren, aber es geht ja auch um die Frage, soll ich mir ein Haus kaufen? Ja, also das sind ja auch Leute, kann ich Immobilien besitzen? Das ist ja auch was die Leute beschäftigt, glaube ich, oder? Also wenn du jetzt eine junge Familie bist, die nachdem du aufgewachsen bist. Doch, am ländlichen Bereich zum Beispiel kenne ich das, dass Leute so geprägt wurden, dass sie gesagt haben, Frau und Haus, das waren sie die... sehr große Lebensziele, sag ich mal. Und deswegen hat man da relativ früh schon drauf hingesteuert. Für mich die Frage dabei einfach bei so einem Thema, dass ich will mal erst die zweite Frage beantworten, weil die vielleicht, also Jugendliche mehr welche Jugendliche hat so viel Geld, dass er in Immobilien investiert? kenne ich jetzt kaum. Hm. Geht es mehr erstmal primär darum, soll ich mir denn selber so eine Immobilie kaufen? Für mich einfach die Frage, das kam auch öfter auf uns zu als Familie, wie viel investiere ich an Geld und Zeit? Es ist eine Investition, wir müssen Investitionen im Bereich Erde machen, das haben wir auch in anderen Videos schon gezeigt, wie viel investiere ich an Geld und Zeit? Ich muss sagen, wenn man da ein bisschen eine nüchterne Selbstanalyse macht, dann merkt man, gerade bei dem Thema, auch in welchem Haus wohne ich, dann auch langfristig, ich habe zum Beispiel eine Neigung so zum Optimieren. Hm. Man könnte es negativ auch als Perfektionismus ausdrücken. Und dann ist manchmal so, dass wenn ich weiß, ich würde mir jetzt ein Haus kaufen, dann wäre ich riesig in der Gefahr, dass ich da ständig alles optimal für mache, weil ich weiß, das habe ich jetzt gekauft, da werde ich jetzt langfristig drin wohnen. Das betrifft jemand anders wie dich, du bist vielleicht nicht so. Ich sage nur einfach eine nüchterne Selbstanalyse, sich zu fragen, was passiert mit mir? Wie viel Zeit raubt mir das? Wie viel Geld, wenn ich jetzt dieses Projekt Hauskauf, Immobilienkauf, eingehe. Also das ist was mich immer ein bisschen vorsichtig gemacht hat da drin. Ich sage aber ganz klar andererseits, von der Bibel gibt es da auch kein Gebot, sondern es ist eine Sache, die muss man wirklich vor seinem Herrn entscheiden. Und ich kenne Leute, die haben sehr aufrichtig wirklich gebetet, so wie ich es mitbekommen habe. Und die haben gesagt, ich weiß, der Herr setzt mich hier hin. Ja? Und es ist nicht schlimm, wenn ich dann etwas immobil werde. Das ist ja einfach bei einem Immobilienkauf, ist es einfach so. Mhm. Ja? Du kaufst dir nicht ein Haus mit dem ganzen Drum und Dran, Notar und so ein Kram, wenn du dann weißt, ich werde nach 2 Jahren wieder vielleicht wegziehen. Das wird keinen Sinn machen. Mhm. Ja? Das heißt, eine gewisse Immobilität geht damit einher. Und wenn du vom Herrn Frieden hast, dass du für eine längere Zeit auch da sein sollst, glaube ich, dass es gar kein Problem ist. Ja? Denn man muss ja natürlich sagen, heutzutage bei der Lebenssituation, in der wir sind in der Gesellschaft, gibt es, glaube ich, keine sinnvollere Investition für Geld, wenn du zum Beispiel irgendwas geerbt hast und weißt, ich muss irgendwo wohnen, im irdischen Bereich keine sinnvolle Investition, als sich ein Haus zu kaufen, weil die anderen Sachen sind ja alle sehr unsicher, wenn du schon mal ein Haus hast. Gold. Gold ist wohl auch gut, da kennt sich besser aus. Ich meine nur, wenn jetzt der normalsterbliche Bürger, so wie ich, der davon keine Ahnung hat, der hört immer, wenn, dann kauft ihr halt ein Haus. Ja? Und dann hast du das irgendwann abbezahlt, hast schon mal keine Mietskosten mehr. Mhm. Ja? Die steigen ja immer weiter und so. Man muss andererseits sagen, ich habe von Schwiegervater und anderen Leuten, die haben das mal gegengerechnet, der eine hat ein Haus gekauft, der andere hat in der großen Familie ein Haus gemietet, hat dahinter nicht mehr drin gewohnt, weil er es ja nicht mehr brauchte, musste nie Reparaturen zahlen, hatte nie den Stress, ist am Ende ein bisschen aufs selbe rausgekommen. Also man darf auch nicht diesen Mythos haben, du müsstest unbedingt ein Haus kaufen. Das will ich auch vielleicht mal ein bisschen den Druck wegnehmen. Für mich einfach die Frage, mich aufrichtig, was macht es mit mir, wenn ich diese Entscheidung treffe? Die hat auf jeden Fall Konsequenzen. Und bin ich frei, jederzeit das zu tun, was der Herr von mir will? Oder hemmt mich dieses Projekt da dran? Also das finde ich sehr, das wär so eine, was wir mal kürzlich hatten in dem Video, Thema Bindungen, Knecht sein, also Fesseln, die man sich anlegt. Wenn du sagst, naja, wenn ich mich jetzt hierfür entscheide und mir den großen Garten jetzt schön anlege, ja, mir die Möbel passend mache, die Zwischenwand rausreiße ja, und alles das, dann will ich ja auch, dann werde ich jetzt hier wohnen bleiben. Genau, das ist auch ein interessanter Punkt, nämlich zum Beispiel, wenn du in der Schweiz ein Haus hast, das ist ziemlich sicher, du kriegst es für den gleichen Preis oder ein bisschen teurer, kriegst es auch wieder verkauft. Freiburg auch. Ja, okay, super.
Ist Freiburg die Schweiz oder Deutschland? Also wer von euch Geld hat. Aber was man doch irgendwie sehen muss, das ist das, was du gesagt hast, dass diese Bindung, die einfach da ist, ja. Dass du da wirklich nicht mehr so frei bist. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Also den kann man nicht leugnen. Ja. Heißt jetzt andererseits nicht, dass man es deswegen nie darf, aber das muss man einfach auch wieder realistisch einkalkulieren, oder? Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich würde eigentlich super viel mehr hätte ich gar nicht dazu. Also ich weiß nicht, ob du noch was... Ich glaube, am Ende müssen wir, was mir auffällt, dass auch für jüngere Leute oft wegen der unsicheren finanziellen Lage und wegen der Prägung auch manchmal vom Elternhaus, du brauchst was Solides, du brauchst was Langfristiges und so, das ist in Deutschland ja schon eher so die Denkweise, da entsteht schon fast ein gewisser gesellschaftlicher Druck. Du musst jetzt ein Haus kaufen. Ja? Das ist keine Zeit. Ich weiß, was ich sagen wollte. Und zwar, wenn du ein Haus kaufst, ja, ist noch ein Unterschied zwischen ein Haus kaufen, Haus bauen und vor allen Dingen Zeit reinstecken. Ja. Ja, also das habe ich schon gesehen bei Personen, dass wenn du jetzt irgendwie, manchmal musst du vielleicht 3 Monate mal oder ein halbes Jahr in Zeit reinstecken, aber wenn du irgendwie 3 Jahre reinstecken musst, da würde ich überlegen, wenn du jetzt irgendwie 25 bist, 3 Jahre, bis 28 ist richtig. So Gold wert und willst du es wirklich reinstecken oder willst du einfach dir ein Haus, irgendwie ein Fertighaus irgendwie kaufen oder eine Wohnung mieten, das macht halt schon extrem Unterschied. Das meine ich auch mit der aufrichtigen Selbstanalyse, sich mal zu testen, was macht es mit mir, diese Entscheidung. Und am Ende hast du auf der einen Seite vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Druck oder persönlichen Gewissensdruck, ja, was passiert mit mir, wenn ich älter werde, Rente und so. Ja. Und das, will ich mal sagen, versus auf der anderen Seite eine Entscheidung, die man richtig vom Angesicht Gottes trifft. Da würde ich echt gern zu ermutigen, was dem Abraham gesagt wurde, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen, mach das mit mir aus und dann können wir da auch wieder kein Gesetz bieten, da musst du halt den Herrn fragen, was für dich dran ist. Ja. Ja, präzise Antworten, die wir hier geben. Nee, aber ja, ich denke, dass man da ein bisschen vielleicht drüber nachdenken kann. Ja. Offensiv hilft. Genau, in diesem Sinne. Bis dann. Gute Mobilität.